Strategischer Beziehungsaufbau. Damit haben viele, ja, Verkäufer, Unternehmer, Menschen ein Problem. Warum? Einfach aus einem Grund, weil man es nicht kennt. Bedeutet, du gehst zu schnell du kommst zu schnell zur Sache. Ich kann mich an Verkaufsgespräche erinnern. Da habe ich durch den Beziehungsaufbau, da war das Produkt 5 Minuten kurz besprochen und das Ding war durch. Ja, warum? Weil ich eine Beziehung aufgebaut habe. Das ist ganz, ganz wichtig, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und das Ganze kann man natürlich systematisieren und strategisch aufsetzen. Und das habe ich jetzt hier mal einmal zusammengefasst. Und zwar ist erstmal ganz wichtig, zeig Interesse am Unternehmen. Wie zeigt man das? Indem man einfach sagt, Herr Müller, wie lange machen Sie das Ganze schon? Wie lange sind Sie schon Rechtsanwalt? Darf ich das mal erfragen? Ich konnte es jetzt über Ihre Webseite nicht herausfinden. Oder aber, wie sind Sie denn darauf gekommen? Wie sind Sie darauf gekommen, Rechtsanwalt zu werden? Darf ich mal fragen? Weil da studiert man ja, glaube ich, 7 Jahre. Wie kam das bei Ihnen dazu? Jetzt redet er, jetzt öffnet er sich. Das sind übrigens die stärksten Fragen, um eine Beziehung mit einem Menschen aufzubauen. Ja, das zeigt auch Anerkennung. Wichtig ist auch, den Kunden zu loben. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja? Und auch Dinge ansprechen, bei denen man sich sicher ist, dass der Kunde stolz drauf ist. Auf was könnte man stolz sein? Klar, wenn man schon seit 50 Jahren existiert. Ja? Wie haben Sie das geschafft, seit über 50 Jahren am Markt zu bleiben, wo 80% laut Statista in den ersten 3 Jahren wieder ihr Gewerbe abmelden? Wie haben Sie das geschafft? Erzählen Sie mal. Ja, das ist für mich auch sehr interessant, von so einem Top-Unternehmer wie Sie lernen zu dürfen. A, das schmeichelt. B, darüber reden Unternehmer sehr, sehr gerne. Was viele Verkäufer falsch machen, ist, sie reden nur in Floskeln. Wie geht's Ihnen? Ja, alles gut, danke. Super, sehr schön, mir auch, danke. Ja, dann erzählen Sie doch mal, wie kommt es denn, dass Sie sich bei uns eingetragen haben? Oder wie kommt es denn, wie viel Umsatz machen Sie denn im Monat? Also, du gehst viel zu schnell, ja, zur Sache. Du baust keine Beziehung auf. Das ist so wichtig. Vertrauen, Vertrauen. Es geht immer um Vertrauen. Ganz, ganz wichtig. Gehen wir weiter. Dem Kunden Komplimente machen. Ja? Wie sind Sie darauf gekommen? Gut, das hatten wir eben. Hier, Komplimente machen. Ernst gemeinte Komplimente hört jeder gerne. Ergänze das Ganze mit einer detaillierten Ausführung. Wenn ich einfach nur sage, zum Beispiel, wow, dein Hemd sieht echt geil aus. Okay, erzähl mal, wie viel Monatsumsatz machst du? Ist das jetzt ernst gemeint? Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen ernst gemeinte Argumente und Komplimente suchen und das detailliert ausführen. Zum Beispiel, Sie haben eine sehr schöne Einrichtung. Besonders der Tisch ist klasse. Haben Sie einen Designer engagiert oder haben Sie es selbst ausgesucht? Ja? Wow, ein klasse Wagen, den Sie da vor der Tür haben. Darf ich fragen, wie Sie den bekommen haben? Ja, da sind ja voll die Lieferschwierigkeiten aktuell. Ist ja mega, Wahnsinn, cool. Sei grundsätzlich aufmerksam, achte auf deine Umgebung. Heißt, auch am Telefon findest du viel Futter, ja, zu bestimmten Themen. Die kann man auch ansprechen. Zum Beispiel, ich finde es klasse, dass Sie sich neben Ihrer Tätigkeit als Anwalt noch zusätzlich für den Tierschutz einsetzen. Ich habe Ihr Video gesehen. Wie kamen Sie dazu? Weil Tiere sind ja besondere Wesen. Das habe ich jetzt in dem Fall wirklich mal rausgefunden gehabt über Google. Ja, da habe ich gesehen, habe den Namen gegoogelt, da war denn so ein Tierschutzverein, hat da Videos gedreht. Ja, ist mega. Ja, hat er auch wieder gesprüht, der Kunde. Was zeigt das auch? Ja klar, ey, da informiert sich jemand über mich. Ja, das machen ja die meisten Top-Unternehmer, Verkäufer nicht mehr. Okay, spezielle Themen finden. Auch das ansprechen. Es gibt immer wieder Kunden, die spezielle Nischenthemen haben. Die sind zum Beispiel nicht spezialisiert als Rechtsanwalt, sondern die haben Nischenthemen. Zum Beispiel Corona-Geschädigte. Ja, hatte ich mal ein Verkaufsgespräch. Da habe ich gefragt, wie kamen Sie dazu, sich dafür einzusetzen? Ja, meine Frau, die hatte den Fall. Da habe ich mir gedacht, ey, das geht doch nicht, etc. pp. Das habe ich angesprochen. Auf einmal auch wieder sprudeln die Kunden. Also wenn du siehst auf der Webseite, da gibt es besondere Punkte, also besondere Nischenthemen, die man macht.
besondere Verfahrenstechniken, dann empfehle ich dir auf jeden Fall anzusprechen und auch wieder zu fragen, wie sind Sie darauf gekommen? Ja? Wie macht man das genau? Wie haben Sie sich da spezialisiert? Wo haben Sie das gelernt? Wie haben Sie das gelernt? Mega interessant, sehr, sehr wichtig, unbedingt machen. So bauen wir sehr, sehr innige, starke Beziehungen auf, aber ohne zu schleimen, sondern rein aus Interesse. Und guck mal, auch du, wenn du diese Fragen stellst, was für Know-how du aufbaust, wie viele Branchenkenntnisse du aufbaust. Irgendwann ist alles immer wieder nützlich. Unbedingt machen. Den Namen deines Gegenübers googeln. Dauert 120 Sekunden und du weißt alles. Also googeln dauert jetzt 3 Sekunden, aber informieren 120 Sekunden und du weißt einfach alles. Nutze Xing oder Google, um mehr über das Unternehmen zu erfahren. Welche Hobbys hat er? Wie lange ist er bereits in der Branche? Hat er vielleicht vorher was ganz anderes gemacht? Ja? Ich habe zum Beispiel letztens bei einem Makler gesehen, der hat früher mal einen Weinhandel betrieben, in 2001. Habe ich natürlich gefragt, ey, ich habe gesehen, Sie haben mal einen Weinhandel betrieben, ich liebe Weine, ich war schon oft in Kapstadt, mich interessiert es wirklich und war da auf verschiedenen Weingütern. Darf ich fragen, haben Sie importiert, exportiert oder wie haben Sie die Weine bekommen, an wen haben Sie verkauft? Man hat da auch erzählt, ja, es war schon ein bisschen lang her, aber bla bla bla. Ja, so kam ich dann darauf. Und auch zuhören, aktiv zuhören. Mir hat mal zum Beispiel ein Kunde gesagt, ah ja, wenn das dann passiert, wenn dann durch Ihre Maßnahmen bei mir 2 Objekte mehr kommen, mache ich eine teure Flasche bei mir im Keller auf. Zack. Echt? Teure Keller, teure Flasche? Was genau haben Sie da gelagert, wenn ich fragen darf? Sind das irgendwelche Whiskys? Nein, nein, ich bin Weinliebhaber. Boom, auch wieder. Zack, Beziehung aufgebaut. Ja, das kam sehr, sehr gut an. So baust du auch Beziehungen auf. Hör aktiv zu. Geh auf solche Details ein. Ja, sei nicht so statisch. Wenn du das allein schon am Anfang machst, lockert sich schon die Stimmung. Nutz das. Egal wie, ich sag jetzt mal, manche mögen das ja nicht, mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Die haben gar keine Lust dazu. Aber nutz das mal. Du wirst sehen, deine Umsätze, deine Abschlüsse gehen massiv in die Höhe. Zum Beispiel, wenn auch einer in mehreren großen Zeitungen abgebildet ist. Wie haben sie es geschafft, eigentlich in die Zeitschriften zu kommen? Ja, dass diese großen Zeitungen über sie sprechen. Hat ja was damit zu tun. Wie haben sie das geschafft? Ja, durch gute Arbeit. Wow, mega. Ja? Oder haben sie dafür ein Vermögen investiert? Ja, geil, das ist auch sehr, sehr gut. Ja? Dein Kunde wird dein bester Freund. So musst du auch denken, auch fühlen. Schau mal, die Leute vertrauen dir ihr hart erarbeitetes Geld an. Schätze das wert. Nutz das. Das ist Wahnsinn. Ja? Behandle deine Kunden, als ob es deine besten Freunde sind. Ist doch mega. Ja? Gib was zurück. Die haben dir vertraut. Ja? Das sind wichtige, strategische Dinge, um eine Beziehung aufzubauen. Ja? Also unbedingt immer googeln die Leute, spezielle Themen finden, wenn der welche hat. Komplimente machen. Wir können uns nicht gegen Komplimente wehren. Das geht einfach nicht. Und immer natürlich auch eine W-Frage stellen, damit der Kunde auch die Möglichkeit hat zu antworten, damit du eben gut sprechen kannst. Wer beendet die Beziehungsphase? Wer beendet die Beziehungsphase? Du oder der Kunde? Immer der Kunde. Egal wie lange sie geht, sei froh, je länger sie geht, immer der Kunde. Niemals du, der Kunde. Wenn der Kunde irgendwann zu dir sagt und erzählt, irgendwann merkt er ja dann, okay, jetzt ist ein bisschen lang, dann sagt er ja in der Regel, okay, genug. Jetzt lassen Sie uns mal anfangen. Du hast alles richtig gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Ja? Okay, schau dir das gerne nochmal an. Nutz diese Strategien. Du hast mehrere gesehen. Schreib dir das auf in deinen Leitfaden. Let's go. Jetzt umsetzen, weil Umsatz kommt nur von Umsetzen. Und ich kann dir eins sagen, das, was du jetzt kurz hier gesehen hast, ist nur ein Millipunkt von dem, was du bei uns auf unserem nächsten Live-Seminar am 18.11. in Wiesbaden lernen wirst. Nur 97 Euro netto investierst du. Sicher dir jetzt das Ticket unten über die Beschreibung und dann freue ich mich, mit 110% dich dort begrüßen zu dürfen.